Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit unserem Projektbike, der Stark Wagt, dem Elektrocrosser. Und ich werde heute mein erstes Rennen fahren. Heute einfach auch mal rausfinden, ist es denn ein Problem, mit dem E-Bike gemeinsam mit Verbrennern auf der gleichen Strecke ein Rennen zu fahren? Der eine oder andere fragt sich jetzt, kann man damit schon Rennen fahren? Wir sind hier heute beim Riders Day in Beuern und das ist ein freies Event, was nicht unter DMSB-Richtlinien gefahren wird, deswegen ist es da gar kein Problem. Und es gibt ja einige Rennserien, beim German Cross Country kann man schon mit E-Bikes fahren und anderen und auch in einzelnen Motocross-Serien. Das wird sicherlich in Zukunft noch kommen und ich will heute einfach auch mal rausfinden, ist es denn ein Problem mit dem E-Bike gemeinsam mit Verbrennern auf der gleichen Strecke ein Rennen zu fahren? Hören die mich oder müssen die mich gar nicht hören, weil ich einen Holeshot ziehe und vorweg fahre und so weiter. Ihr seht, für das Rennen habe ich mir extra natürlich Startnummern zugelegt, das heißt einen kompletten Grafik-Kit. Vielen Dank geht da an Giga Graphics, die das Dekor gedruckt haben für mich und einen Mordsaufwand betrieben haben, um die richtigen Farben für die Stark, für die Plastikteile rauszufinden. Das heißt in Rot und in Grau. Wenn ihr das perfekte Design haben wollt, geht zu Giga Graphics. Die können euch das perfekt drucken. Und vielen Dank auch an Visuals Productions, die haben da auch mit unterstützt. Die Grafik habe ich selber gemacht. Ich wollte das so schlicht halten. Startnummer 17 ist unsere Familienstartnummer. Die hat mein Vater schon im letzten Jahrtausend gefahren auf einer Maiko. Jetzt wisst ihr, das muss schon ganz schön lange her sein. Neben dem Grafik-Kit habe ich von E-Rides auch noch Protektorfolien bekommen für den Rahmen, seitlicher Motor hier am Rahmen, da wo die Füße scheuern und hier am Number Plate. Wir sind mit ein bisschen Grip versehen, lassen sich super aufkleben. Und für mich heißt es jetzt, erstes freies Training in Beuern. Ich freue mich tierisch, ich bin hier 1990 meinen ersten Jugend-DM-Lauf gefahren. Dann in den späten 90ern nochmal DM und Inter-DM. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich in diesem Jahrtausend schon mal hier gefahren bin, aber ich schau mal an, ob das noch so aussieht wie zur Zeit von Pit Beira, Pedro, Traktor und anderen. Also viel Spaß, jetzt geht's ab ins Training. Gonna have a real good time. Gotta make this day don't fight. And I know you work too hard. So come and join me, shine on. Shine on. We got the love on. It's how we stand. Let's make this sound real thing. Erstes freies Training ist um. Ich habe jetzt noch 63%, bin mit 97% losgefahren und hatte nur 18,5 Minuten Fahrzeit ab dem Moment, wo ich sozusagen auf die Strecke gefahren bin. Das sieht ganz gut aus. Ich werde jetzt trotzdem zwischenladen, habe hier Landstrom und ja, man sieht es, wurde gut gewässert. Strecke vom MSC Beuern top vorbereitet. Es wird aber schon wieder hart und ist nicht so gut für mich, aber vielleicht gut für die Stark. Vom Fahren hat es aber Spaß gemacht. Ich bin jetzt einfach mit den Standard-Fahrwerkseinstellungen gefahren. Die Gabel guckt hier so, ich sag mal, 2 mm über die Gabelbrücken raus.
Also habe die wieder ein bisschen durchgeschoben vom Sandfahren und ja, von den Klick-Settings Standard gemacht. Erster Eindruck, ich bin zufrieden und jetzt kommen die nächsten Sessions. So, wir sind bei 100%, das hat so 55 Minuten gebraucht, um von 63 auf 94% zu kommen. Jetzt sind wir bei 100%. Los geht's in die nächste Session. Ich bin ein bisschen später reingefahren ins Training, aber bin so auf 14,5 Minuten Fahrzeit gekommen. Wir sind jetzt bei 72%, also alles locker. Ich habe mal mit 55 PS probiert, im ersten Training war ich bei 50 PS. Es hat auf dem harten, rutschigen Boden und da, wo es gewässert war, war super schnell durchgedreht. Deswegen bin ich schnell wieder auf die 50 PS gegangen. Also, du hörst es nicht, aber die Steine tun genauso weh. Mehr vielleicht sogar. Vor allem, ich dachte immer, ach komm, jetzt lässt er mich mal vorbei, ich fahr mal so links neben ihn. Nee, lässt er mich nicht. Du hast mich überholt. Ja, klar. Hab ich die... Hast gar nicht gehört, ne? Ja, nee. Eine Sache ist auch noch neu an dem Motorrad, neben den Dekoren. Und zwar habe ich von Germerica Deals eine neue Sitzbank bekommen für die Stark. Ich habe mir den Schaumstoff 1 cm höher polstern lassen. Das hat der Sascha Bayer direkt umgesetzt und natürlich dann den passenden Gripperbezug. Auch noch dazu genommen, hier sogar mit meinem Logo dazu und dem Wagenschrift drauf. Und ihr könnt bei Germerica Deals euch die Sitzbänke so machen lassen, wie ihr wollt. Ne? Verschiedene Höhen und auch die Bezüge passen für höhere Sitzbänke, wenn ihr das braucht. Oder auch für die originalen Sitzbänke, alle möglichen Farben. Und ja, mein erster Eindruck jetzt nach dem Fahren ist schon mal super. Ich habe ja recht lange Beine, bin 1,87 Meter groß, deswegen wollte ich den höheren Schaum haben. Und ja, ich kann mich besser hinsetzen, nach außen sitzen, besser aufstehen und sieht natürlich auch mega geil aus. Also, die America Deals haben wir auch verlinkt im Video, genauso wie Giga Graphics und Visual Interaction.
So, ich bin hier beim Riders Day die Trainings in der Expert-Klasse gefahren und das Rennen werde ich aber in der Medium-Klasse mitfahren, also eine Klasse tiefer. Das hat aber nichts mit dem Motorrad zu tun, sondern damit, dass ich hier auch noch das Highlight-Video filmen soll, was auch bei Weber Werke zu sehen geben wird. Und da muss ich natürlich bei der Pro-Klasse selber an der Kamera sein. Während ich fahre, übernimmt mein Kumpel Jens die Kamera. Das als kleine Erklärung. Und das Bike ist aber wieder aufgeladen und ich freue mich jetzt auf die Rennen. Bin gespannt, wie es ist, jetzt damit in einem Starterfeld zu fahren. Also jetzt im Ziel 47% noch. Motorrad hat 27 Minuten Fahrzeit mit der Einführungsrunde. Ich habe 25 Minuten. Schauen wir mal. Rennzeit 20 Minuten 20. So, das war's mit dem Rennen. Ich habe wieder viel dazugelernt. Das Wichtigste, wenn man Holeshots holen will, sollte man auch bei der Starkwag darauf achten, dass überhaupt ein Gang eingelegt ist. Bei mir war das große N drin. Ich weiß jetzt noch gar nicht, ich muss das mal im Video nachschauen, ob ich, um mich zu arrangieren am Startgatter, den Gang rausgemacht hatte und dann einfach nicht wieder eingelegt hatte. Oder ob der irgendwie rausgegangen ist. Oder ob der Marco Rohr, der neben mir stand, einfach den Gang rausgemacht hat. Kurze Unterbrechung, ich kann euch jetzt eine Erklärung geben, was passiert ist. Und zwar gab es nach einem Update von der App oder von der Firmware, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall nach einem Update. Aus Sicherheitsgründen war eingestellt, dass ich nach 15 Sekunden nicht benutzen das Motorrad aus dem Fahrmodus rausnimmt und wieder im Leerlauf steht. Deswegen bin ich beim Start nicht weggekommen. 15 Sekunden Tafel, vorher war der Gang eingelegt. Ihr versteht schon, was passiert ist.
Dann haben die schnell festgestellt, das ist ja auch blöd, wenn das so festgelegt ist. Und jetzt kann man in der App über die Einstellung und die individuellen Bike-Settings in einem Timer einstellen, wie schnell sich das Motorrad sozusagen in Neutral setzt. Dort könnt ihr dann zwischen 15 und 60 Sekunden einstellen, wann sich das Bike sozusagen in Neutral stellt. Und ihr könnt auch einstellen, nach wie vielen Minuten das Motorrad sich sozusagen komplett ausschaltet. Also, das war der Grund, warum ich nicht losgekommen bin. Es ist ein bisschen schade, dass Stark einem nicht so deutlich sagt, was mit den ganzen Updates kommt. Man muss da eigentlich proaktiv recherchieren oder es halt durch einen verpatzten Holeshot rausfinden. Aber insgesamt ist es nach wie vor cool, dass es immer wieder Updates gibt. Mein Motorrad kann inzwischen auch sogar rückwärts fahren. Dazu mehr im nächsten Video. Das Gute an meinem schlechten Start war, dass ich dann natürlich durchs ganze Feld fahren musste und gut überprüfen konnte, ob ich gehört werde oder nicht. Mein Eindruck ist, dass mich die anderen nicht immer unbedingt gehört haben. Der eine oder andere wird sich vielleicht erschrocken haben, dass ich plötzlich neben ihm war und vorbei war. Aber die Verantwortung dafür liegt ja eigentlich bei mir, auch mit einem Verbrenner. Wenn ich ein Überholmanöver starten möchte, muss ich das planen und kalkulieren. Kann aber damit rechnen, dass der Gegner vielleicht hören kann, ob ich von innen oder außen komme. Mit der Stark bin ich wahrscheinlich öfter mal da. Andererseits habe ich mich als Kind auch oft genug erschrocken, wenn die schnelleren Fahrer plötzlich an einem vorbeigeflogen kamen. Gehört irgendwie auch mit zum Motocross dazu. Ich persönlich finde es nicht schlimm. Zur Not muss man sich halt so eine Schiffshupe oder so anbauen. Ansonsten hatte ich das Gefühl, es hat gut funktioniert mit dem Motorrad. Ich bin jetzt den ganzen Tag bei 50 PS geblieben. Am Ende hatte ich auch noch genug Akku gehabt. Nach, sagen wir, mit der Einführungsrunde bin ich 26 Minuten gefahren gewesen. Ich mache es mal kurz an. Ich muss mal schauen, wie viel Akku ich noch habe. 46% noch und ich bin so, ich sag mal, mit 90% in die Einführungsrunde gestartet. Und ich glaube, man kann sagen, bei so einem festen Untergrund kommt man problemlos durch so einen Hobby-Renntag, ne, mit drei Trainingssitzungen und einem Lauf oder zwei Trainingssitzungen, zwei Rennen, wenn man die Möglichkeit hat, die Stark schnell zwischenzuladen. Also ich hing hier am ganz normalen Landstrom, mal wieder an der Kabeltrommel, wo die Sicherung auch ab und zu gesprungen ist. Das muss man dann im Auge haben. Aber wenn man Kabel benutzt ohne Sicherung, springt da auch nichts. Das war mein Fazit. Jetzt nochmal die Info, wo kann man denn mit der Stark überhaupt Rennen fahren? Im Rahmen des DMSB ist das leider nach wie vor sehr schwierig oder gar nicht möglich. Man kann aber uneingeschränkt mit der Stark WAG beim MSR fahren. Die unterstehen nicht dem DMSB, sind da freier, freuen sich über so eine neuen Technologien und da kann man, egal in welcher Klasse, immer mit dem Elektrobike fahren. Auch beim German Cross Country oder beim IBE gibt es Elektrobike-Klassen, wo man zusammen mit den Verbrennern startet. Ich hoffe, dass der DMSB nicht nur theoretisch mögliche Probleme sucht, sondern Lösungen sucht, weil die Stark ist richtig geiles Motorrad, macht richtig Spaß zu fahren, ist einfach zu fahren und interessiert die Leute auch im Fahrerlager. Wenn ihr eine Rennserie kennt, wo man damit fahren kann, vielleicht auch im benachbarten Ausland, in Holland gibt es glaube ich auch die Möglichkeiten inzwischen, dann schreibt das doch in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, schreibt doch in die Kommentare, wir beantworten das wieder und tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss! I'm on a mission, yeah. I'm paying dues, yeah. I'm in position, yeah.